Servusle, meine Lieben, willkommen zurück zu unserer Daily Dosis Arc mit dem Voucher und natürlich mit dem Alderle. Hoch oben im Norden, meine Lieben, Nähe des King Terminals. Hier habe ich den Teleporter gesetzt. Das heißt, wenn wir den Tech Replicator bauen gehen, brauchen wir uns nur hierher porten, entsprechend mit den richtigen Tieren. Wahrscheinlich mit dem Gasback. Dann gehen wir hoch und bauen das Ding. Aber wir müssen erst Level 100 werden. Das heißt, für uns ein bisschen Arbeit steht noch an. Aber für heute habe ich mir vorgenommen, unseren Enforzerle zu bauen, den großen. Der hat ja unheimlich gute Werte. Schaden 70%, Leben 65%. Ich glaube, das macht Sinn. Wir brauchen allerdings 6000 Elementstaub. Und ich nehme mal an, wenn wir jetzt heimgehen, den Agi leer machen und den Dödi und dann eine kleine Rundtour machen durch die City heute, dann können wir den bauen. Dann werden wir ein bisschen aufbauen jedenfalls und machen die Elementnode als nächstes. Dann haben wir nämlich schon mal das Element. Unser Gacha-Baby wird uns schwarze Perlen produzieren und dann ist es kein Problem, den Tech-Replicator aufzubauen, Leute. Jetzt gehen wir aber erstmal nach Hause und gucken, wie weit der Prägetimer ist. Wir teleportieren uns nach Hause. Was ein Höllentrip gestern. Aber jetzt haben wir das auch mal gesehen. Es gibt hier Stellen, da brauchst du nicht einfach durchlaufen, ne? So, Leute. Welcome home. Natürlich müssen wir auch den Spinno noch aus seinem Beutel holen. Oh, habe ich den Prägetimer jetzt hier versemmelt beim letzten Mal? Offensichtlich. Offensichtlich, Leute. Beziehungsweise stopp. Stopp, stopp, stopp. Das ist doch gar nicht der. Wo ist denn das Kleine? Das sitzt noch da hinten wahrscheinlich, ne? Wo ist euer Baby abgekommen? Schalalala, hey. Erinnert sich noch jemand, wo ich das hin habe? Ich glaube, das ist doch hier beim letzten Mal irgendwie nicht rausgekommen. Das wird man doch nicht verhungert sein. Nein. Wo ist denn das kleine Baby, Leute? Jetzt erzähl mal nicht, dass ich hier das Kleine nicht mehr habe, ne? Scheiße. Aber du bist's ja nicht. Du bist's ja nicht, ne? Ich will nochmal prüfen, ne, dass ich jetzt hier einem Irrtum unterliege. Aber sie ist es nicht. Sie ist es nicht, Leute. Die mit Siliziumperlen. Oh, das kann natürlich sein, dass das Kleine jetzt irgendwie verdampft ist. Ich glaube, das habe ich verloren, Leute. Ich war aber doch. Da hinten läuft's. Junge, Junge! Junge, Junge! Ich habe mir jetzt schon gedacht, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Hier, jetzt hast du ein bisschen was zum Futtern. Es tut mir tierisch leid, dass ich dich so lange allein gelassen habe. Hängst du jetzt hier echt so blöd drin? Wieso eigentlich da hinten? Ah, es war auf Folgen. Dann bin ich abgehauen ohne. Oh, das ist ja blöd, das kriege ich jetzt hier gar nicht raus, ne? Da kriege ich ja dich hier gar nicht raus. Komm schon, kämpf dich durch. Wieso hängt denn das jetzt da hinten drin? Wahrscheinlich, weil ich abkauen bin das letzte Mal. Jetzt haben wir nur eine Chance, dass es beim. Ach du je. Ach du je. Dann musst du erstmal jetzt hier groß werden und wenn du stark bist, dann werde ich dich da runterblöppen lassen irgendwie, ne? Oder mit dem Sattel dann halt probieren. Das heißt, ich versorge dich jetzt hier hinten. Es tut mir leid, dass du jetzt in dem Eckle hier wohnst, Süße. Und Prägetimer habe ich auch versemmelt, ne? Von lauter Wastelands und Element und alles. Jetzt pass mal auf, Leute. Junge, Junge, Junge. Kann das sein, dass es mit dem Essen irgendwie hier nicht so richtig läuft? Ich meine, die fressen hoffentlich aus dem Trog, ne? Ich hoff's, ich hoff's, ich hoff's. Ich muss mal ganz kurz durchgucken. Das Kleine braucht was zum Fressen. Ich habe schon gedacht, ich habe es verloren. Ich habe schon gedacht, ich habe es verloren. Junge. Junge, ich nehme dir mal die Bären hier, oder Leute? Das müsste doch reichen. Ja, den brauchen wir nicht nur wegen den schwarzen Perlen. Das wäre auch so unheimlich schade gewesen ums Tierle, ne? Aber ihr könntet jetzt eigentlich dann aufhören. Ich mache mal hier Wandern deaktivieren. Verhalten, Wandern. Nein, nein. Verhalten, Wandern deaktivieren. Da habe ich schon alles eingestellt gehabt. Nicht, dass die nochmal lospoppen hier. So, den Hitch können wir dann auch wegnehmen. Muss ich nur aufpassen. Die rennen nämlich sonst gleich nochmal los. Initial. Süßes, das verstehe ich nicht, was da mit dir passiert ist, da hinten in dem Eckle drin. Haut des Bären weg, oder? Kann ich dir die alle reinmachen? Oh, du bist schon ziemlich. Sollen wir nochmal probieren? Komm nochmal mit viel Schwung. Junge, ich wollte doch den Enforzerle bauen, ne? Ne, Leute, das hängt jetzt hier drin. Das müssen wir dann irgendwie anders rausglitschen, aber das schaffen wir schon. Ich stopp's mal ab. So, alles klar. Also halt mal ein Auge drauf. Passt. Jetzt pass auf, jetzt geht's weiter. Der Dödi, der müsste eigentlich jetzt leer sein. Also da habe ich bestimmt nichts drin in dem, oder? Der ist tatsächlich leer. Dann kriegst du auf Gewicht und den Agi will ich nehmen, um dich tragen zu können. 600 Kilo Agi-Kapazitäten brauche ich. Der ist natürlich voll.
Der ist natürlich voll. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufräumen, Leute. Komme ich nicht drum rum. Den haben wir das letzte Mal ja voll beladen. Jetzt mache ich mal alles raus, wo ich geschwind spontan weiß, wo ich es hinräumen will. Jetzt muss ich praktisch wahrscheinlich schon überladen, oder? Wegen dem Dings gerade. Nee, geht noch. So. Das Schöne ist, wir haben tatsächlich auch ein paar Elemente bekommen. Die muss ich nur umwandeln in S-Plus-Elemente. Polymer haue ich jetzt da nicht rein. Aber hier, das da müssen wir noch umwandeln. Die Geschichte müssen wir umwandeln. Lumli Lümmchen. Polymer hier nicht, aber das kann hier rein. Und hier sind die Rohstoffe drin. Scharwüppel und Katzüppel. Was mich jetzt interessieren würde. Pass mal auf, Leute. Pass mal auf. Ich würde das gerne hier anrichten, dass ich es weiß, ne? Pass auf. Wir brauchen auf jeden Fall Element Staub. Jetzt ziehe ich mal alles, was wir haben, rein. Element Staub. Element. Eins ist klar. Element Erz, Element Splitter. Dust. Heißt der anders? Heißt der irgendwie anders, Leute? Jetzt bin ich gerade ziemlich durch. Komm mal kurz zum Endfahrzelle. Wie heißt denn das? Das muss ich doch normalerweise ziehen können hier, ne? Element Staub. Keine Ahnung. Die Kristalle kannst du mir hergeben. Das tun wir auch wegräumen. Das kannst du mir geben und das da. Die Geschichte sowieso. Du brauchst doch kein Fleisch, ne? Und die Eule oder was auch immer wir da drin haben kann. Du gibst mir mal alles her und ich nehme an, ein bisschen Staub braucht er, dass er glücklich ist. Ja, Leute, da gruseln wir uns jetzt durch, ziehen los. Ich hoffe, wir schaffen das heute mit dem Element. Wenn nicht, mache ich es tatsächlich vor der nächsten Folge, dass wir uns die Element-Notes anschauen können zusammen. Da habe ich so Bock drauf. Da habe ich jetzt Blut geleckt, ne? So, mein Herr Alderle. Weiter geht's hier hintere, nochmal kurz vorbeigrutscht. Ha-wübbel. Dann haust du mal alle Materialien hier rein. Sag mal, dieser Staub. Ich guck gleich nochmal. Irgendwie habe ich da doch einen Denkfehler bestimmt drin. Element Staub. Element, Element Erz, Element. Elemental, Staub, Dust. Keine Ahnung, Leute. Offensichtlich kann ich den hier drin nicht ziehen. Was jetzt aber auch nicht so schlimm ist, weil das ist alles, was wir noch haben, ne? Wir brauchen auf jeden Fall 603 Kristalle. Da gucken wir mal, ob wir die haben. Kristalle. Jo, haben wir. Ich mache hier 6. 103, Parenga und Katzenga. Dann haben wir dies, 723 Metall. Ich glaube, die haben wir auch. Metallbarren, 723. Pass mal auf, ich ziehe mal die da rüber komplett. Ja, das passt auch. 361 Polymer. Da könnte es jetzt eventuell schon knapp werden. Beziehungsweise, warte mal, die Nudels waren die Polymerersatz, ne? Dann haben wir das nämlich normalerweise auch schon. Und 241 Öl. Und daran kann es jetzt natürlich hängen, dass wir zu wenig Öl haben. Ich guck's mal eben durch. Nein, Leute, sogar Öl haben wir genug. Ich ziehe mal alles komplett hier rüber. Also. Das ist das Geräusch, glaube ich, von den Notes, oder? Wir brauchen Elementstaub, Leute. Pass auf, Agi ausräumen, losziehen. Ich muss unbedingt Elementfarben. Ich habe so Bock. Also, das nehme ich jetzt mal rüber. Das ist Kühlschrankzeug. Fleisch darfst du behalten. Das nehme ich dir mal weg. Ist Kühlschrankzeug. Das da sowieso. Haben wir einen Haufen Zeugs da gesammelt. Haben mehr. Das haben wir als Kühlschrankzeug. Das auch. Das sind Rohstoffe. Die kommen gleich in die Dings rein. Das können wir auch wegräumen hier. In die Strukturbench, sage ich jetzt mal. Mach mal die Geschichte so. Und nimm dir dein Werkzeug mal wieder unten drauf. Dass wir einmal wieder so ausgerüstet sind, wie wir es kennen. Das kommt auch weg hier. Da gucken wir gleich nochmal durch, was wir eigentlich gefahren haben. Ich habe echt keine Schlappen, Leute. Ich habe für die Alterle echt keine Schlappen, ne? So, Agi, aber weißt du was? Wir können ja rüberfliegen, dann geht es nochmal eine Ecke schneller. Stöpple-Möpple. La, 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 la. So, die Geschichten kommen jetzt hier alle rein. Was haben wir denn hier eigentlich jetzt bekommen? Ein Enduro-Eintopf und ein Chili. Und die Beeren kommen noch hier rum. Siehst du? Und schon können wir gleich los, Leute. Nicht mal die halbe Folge gedauert. Teleporterplatz weiß jetzt jeder, wo er ist. Wenn wir dann irgendwann losziehen, wundert sich keiner. Hier ist noch ein bisschen Staub. Parenga. Schwarze Pellen. Dafür brauchen wir das neue Baby. Das muss uns, da wird es halt dran hängen, bevor schwarze Pellen nicht fertig sind. Aber ich nehme an, Leute, hier sind auch nochmal Staub. Ich nehme an, dass wir wahrscheinlich bis dahin auch noch nicht das Level erreicht haben. Das wird sich wahrscheinlich gerade so aufgehen, ne? Jetzt pass mal auf diese besonderen Materialien. Die schmeiße ich auch mal hier so ein bisschen rein. Das passt. Was haben wir denn hier für ein Tier drin eigentlich? Die Eule. Ich würde sagen, ich lasse die Tiere mal raus, oder? Ich würde sagen, ich lasse die Tiere echt mal raus. Wo ist denn mein Spinno eigentlich?
Hast du mein Spinnok gesehen? Nein, Voucher. Ich hau mal die Eule jetzt raus. Wir fangen jetzt mal an, das ein bisschen in Ordnung zu machen. Die armen Viecher hier drin eingesperrt in dem Gyrospot. So, Leute. Also, Parenga. Liebe Eule mein, schön, dass du wieder unter uns bist. Ich flieg dich schon mal irgendwo hin. So würde ich sagen. Hier so dazu. Ja, hier darfst du bleiben. Du bist nicht erfolgen, ne? Eigentümer Alderle. Snow Oil. Super. Vor allem Snow Oil. Schneeöl. So, Summer. Oh, da hat sie direkt ein Ding rausgehauen. Das heben wir uns jetzt mal auf, weil wir brauchen das bestimmt für unseren schwarzen Perlenprodukt. Das kann ich da nicht reinräumen. Hat das einen Spoiltimer überhaupt? Jo, aber ewig lang, ne? Ey, wo packe ich denn das dann rein so lang? Am besten vorne in die Bench. Beck, hast du den Spinno? Hast du den Spinno? Da ist er. Alles klar, dann hau dir mal den Cryopod hier rüber. Den Spinno, der braucht ein bisschen mehr Platz. Den würde ich tatsächlich hierher putzen. Ich habe vergessen, die Krankheit. Tut mir leid, Alterle. Direkt umgefallen. Boah, das tut mir leid, Süßer. Da liegt er und pennt. Aber ist okay. Ist okay. Der hat ja immer noch. Also, das Recht hat er, Leute, dass er ein bisschen schlafen darf, würde ich sagen. Der hat uns ja den blauen Lutopich erschrocken, wie der gerade umgeknallt ist, der Gute. Junge, Junge, wie sieht's denn eigentlich hier drin aus? Das räume ich später ab. Ist er direkt umgefallen? Oh, vom blauen OSD noch geschafft, der Gute. So, Bärle, kommst du hier durch? Nee, bist du zu dick. Ich wäre auch nicht durchgekommen. Entspann dich, ist alles gut. So, du kriegst auch gleich einen Kolleg. Dann bist du hier. Ja, Leute, es muss auch sein, oder? Jetzt haben wir ja ein OSD hinter uns, eine wilde Fahrt oder eine wilde Reise durch die Wastelands, haben die nächsten Ziele vor Augen. Jetzt müssen wir natürlich auch ein ganz kleines bisschen hier zusammen alles richten. So, dann seid ihr zusammen. Effle bleibt da. Bei dir ist alles okay, denke ich mal. Abhitschen muss ich unten noch. Da liegt er und schläft. Naja, das passt schon. So, jetzt lass mich mal ganz eben was gucken, Leute. Jetzt gehen wir nochmal ganz kurz die Sachen durch. Das haben wir ja irgendwie gefunden. Dann haben wir diesen Revolver. Bauplan, erinnert ihr euch? Hier haben wir Gilli Stiefel. Gilli Stiefel. Kann ich die Gilli Stiefel bauen? Weil das wäre echt cool. Dann hätten wir nämlich gleich die Möglichkeit, ihm Schuhe anzuziehen. Ich glaube, der Alderle hat nämlich seine Schuhe nie angehabt bis jetzt. Pass mal auf, ich hau das mal hier rüber. Ja. Die haben, was haben die denn für Werte? 5,7 unter Kühlung, Rüstung 28,5. Und die da? 10 Rüstung, 30 Überhitzungsisolierung. 50. Ich guck mal, ich probiere es einfach mal. Offensichtlich können wir einmal herstellen. Dann machen wir das jetzt. Die sind jetzt nicht imber, aber sie sind auf jeden Fall cooler wie gar keine Schuhe. Parenga! Und schon haben wir wieder was geschafft, Leute. Weiter geht's. Ich will noch ganz kurz hier ein bisschen durchstöbern mit euch. Also, Revolver haben wir ganz klar schon mal geklärt. Hier gibt es übrigens auch den Revolver in fertig schon mit 163% Schaden. Ist okay. Dann Schwert brauchen wir gar nicht gucken. Wir haben ein besseres. Natürlich könnte ich jetzt weitermachen und sagen, hier haben wir nochmal die Gillehose. Dann haben wir hier die Gille-Handschuhe. Vielleicht bauen wir uns das auch demnächst mal. Guck mal, die hier ist natürlich super. Diese Gille-Handschuhe, die sind der absolute Renner, oder? Was haben wir hier? Chitin-Stiefel. Soweit klar. Ach, deswegen sind unsere Schuhe weg. Die hätte ich reparieren können. Jetzt habe ich neue. Dann haben wir diesen Sattel Iguanodon. Sehr schön. Dann haben wir hier unsere normale Rüstung, unser Schild. Ich nehme mal die Hälfte Fleisch raus. Das kann der Gacha fressen. Und dann haben wir schon aufgeräumt, Leute. Die Sichel ist primitiv. Die schmeiße ich dann auch weg. Soweit würde ich sagen, dann können wir los. Hier haben wir noch die Chitin-Hose. Das war die Ausbeute vom blauen Loot Drop und ich bin sehr stolz, dass wir das geschafft haben. So, bis wir alles soweit haben, wie ich es brauche, schmeiße ich das jetzt hier dazu rein. Und zwar Alice. Auch das zum Reparieren, das kriegen die Gachas. Wobei, das hebe ich dann jetzt auf. Wenn unser Perlenbaby soweit ist, dann hauen wir die Geschichte noch rüber. Das machen wir ebenfalls rüber. Zwei Stück habe ich hier schon mal angesammelt. Die Pilze können hier raus. Die haben da nichts verloren. Und das war's eigentlich. Jetzt können wir losgehen. Jetzt gehen wir zusammen farmen. Wenn wir es schaffen, bauen wir den Enforcer gleich noch heute. Wenn nicht, dann werde ich den beim nächsten Mal einfach bauen. Und dann gehen wir auch direkt schon den Loot Drop machen. Beziehungsweise die Notes, ne? Nicht der Loot Drop. Den Loot Drop haben wir ja jetzt gemacht. So, jetzt haben wir die Cryopods im Agi momentan. Ist es richtig? Jupp. Das war's. Also dem kann ich jetzt auf jeden Fall den Dödi zumuten. Dann gehen wir mal los. Ich will aber jetzt ganz kurz was probieren, was ich auch noch nie gemacht habe. Was aber eigentlich so eine Art Standard ist.
bei Leuten, die länger ARK spielen. Man kann doch den Dödi automatisch harvesten lassen, ne? Ist das richtig? So, pass mal auf. Ich setze den mal eben hier ab. Ich muss mir das mal angucken. So, stopp, mein Freund. Was ist denn eigentlich Ernteeinstellungen? Deaktiviere Aufsammeln von Opfereinheiten? Nee, das war es nicht. Befehlsgruppe, Optionen, Kastriername ändern. Nee, das war es auch nicht. Dann ist es hier. Ich glaube, ich muss ihn auf aggressiv stellen. Kann das sein? Probieren wir mal. Kann auch sein, dass ich ihn auf Wandern stellen muss und dann einsammeln. Das werden wir jetzt gleich sehen. So, und rein theoretisch müsste es doch möglich sein, dass ich ihn hier hinhebe. Und der das dann abbaut, oder? Er macht's, er will's machen. Es ist nur die Frage, was muss ich anstellen, Diggerle, dass du das ordentlich kriegst, hier das Ding? Muss ich tiefer fliegen? Leute, geht es überhaupt, dass man da genau den Punkt rausfindet? So, jetzt mach. Ne, jetzt. Ja, tatsächlich. So, jetzt haben wir die nächste Frage, die sich mir stellt. Was hat mir das jetzt gebracht an Staub? So, Diggerle. Ich glaube, das war, weil ich aggressiv gemacht habe. Ich probiere es jetzt aber mal mit Verhalten neutral. Jetzt gucken wir mal rein, was er gefarmt hat. Da würde ich sagen, jo, da sind wir ja gleich durch. Das habe ich schon wieder vergessen, dass der so effektiv war. Der Entforzer macht nur 25 Staub, ne? Ja, Leute, dann machen wir hier einen kurzen Rundflug, dann haben wir es doch schon. So, Alterleck, machst du das auch, wenn ich dich auf neutral stehen habe? Wir gucken. Nee, auf neutral interessiert es ihn gar nicht, ne? Also, dann wissen wir das jetzt. Siehst du, die ganze Zeit habe ich das nie gemacht, weil ich gedacht habe, boah, da brauchst du Zeit zum Rausfinden. Einfach mal machen. Wir können natürlich die jetzt geschwind so nehmen. Und dann schalte ich ihn nochmal um, ne? So, Alterle, bitteschön. Okay, das hat nicht geklappt. So. Yes. Jo, Leute, da kriegen wir das Zeug zusammen, oder? Jetzt ist er natürlich überladen. Wo ist mein Vogel jetzt hin? Wo ist mein Vogel jetzt hin? Ist der jetzt da runter? Wieso ist der jetzt da runter? Agi. Hat jemand gesehen, wo der Vogel hin ist? Ich sehe es einmal. Wo soll ich denn den jetzt schön finden? Muss ich kurz scouten gehen, Leute? Der Dödi ist ja auf neutral, ne? Ist der Vogel weg? Habe ich nicht mitgekriegt, ne? Ich hoffe, ich finde den jetzt gleich mal wieder. Gib mir mal ganz kurz die Sachen hier schon mal rüber. Und die Hälfte. Du wartest kurz hier, ich komme gleich. Geht gleich weiter. Was eine Aktion. Der Agi. Der Agi ist weg. Junge, Junge. Einer liegt und hat eine Krankheit, der andere. Der ist aber schnell wieder aufgewacht, aber es geht bei Spinos schneller, gell? Schön, dass du da bist, mein Freund. Sehr, sehr cool. So, jetzt lassen wir mal reinschauen. Jetzt haben wir nämlich schon, jetzt habe ich das Ding vergessen ausgerechnet. Ich habe aber da drüben die Möglichkeit, das hier gleich durchlaufen zu lassen. Dann scoute ich mit den Agi zurück, Leute. Und dann machen wir auf jeden Fall heute unsere Staub noch, ne? So, mein Freund, hau das hier rein. Dann läuft es nämlich nicht umsonst. Und jetzt, komm her, ich scoute schon mit der Eule ab. Kann ich schneller runtergleiten nochmal. Mann, Mann, Mann. Ja, ungefähr hier muss er dann ja natürlich gewesen sein und ist dann, denke ich mal, hier runter. Um zu landen, oder? Wenn ihn jemand sieht. Wenn ihn jemand sieht, einen lauten Brüller, Leute. Boah, wo finde ich denn den Agi jetzt geschwind? Der kann ja jetzt hier überall rumhopfen, oder? Ach du je. Das ist auch noch 3D zu sehen, weißt du? Der kann jetzt hier oben irgendwo gelandet sein. Ich habe keine Ahnung. Da ist er. Boah, Alterle. Alterle. Komm mal, folg mir mal, Digga. Wir fliegen zurück. Muss ich ein bisschen besser aufpassen beim Absteigen, ne? Komm da. Jo. Junge, Junge. Naja, ARK hat immer eine kleine Überraschung auch parat für einen, ne? So, meine Lieben. Dann fliege ich jetzt kurz hier nochmal zurück. Bist du da? Schön.
Jetzt haben wir ja aber, das mit dem Staub kriegen wir recht schnell hin, Leute. Ich nehme an, das dauert jetzt hier die Folge über und dann haben wir das. Dann bauen wir das nächste Mal den Enforcer im City Terminal. Schon wieder, hast du gesehen? So, jetzt macht mal hier bitte alle beide Stopp. Ja? So. Du auch, mein Freund. Und jetzt können wir ab. Die Eule ist auch auf dir folgen, ne? Also das passt jetzt wieder. So, mein lieber Dödi. Junge, Junge. Da machst du aber was mit, du. So, Alterle, zeig mir mal eben, was du eingeladen hast. Ja, das ist schon geil. Und die Kristalle, lass mich mal ganz kurz gucken, wie sieht's denn aus? Wir haben 84 Gewicht. Die nimmt er komplett, ne? Die 250. Die nimmt er komplett. 20 das Sattel. Aber der Agi hat eine Reduktion drauf, ne? Da müssten jetzt normalerweise 2380 stehen. Tut's aber nicht. Also hau ich die Kristalle beim Agi rein. So, mein Freund, dann mache ich dich wieder vom Verhalten auf aggressive. Schnapp dich wieder. Und dann geht's weiter hier im Lampenfarm. So, komm her. Kurzer Ausritt, ne, Leute? Aber weißt du was? Wenn wir hier einmal richtig rum sind, dann haben wir nochmal die Sachen, die wir brauchen. Ich muss das hier nur abtimen. Sehr schön. Sehr schön. Und schon sind wir überladen. Hä, die Problematik ist, die Tiere, die sind dafür leider nicht ausgelegt, ne? Also bei mir, die sind noch zu klein. Die haben fast kein Gewicht in so Geschichten. Guck mal. Der holt halt jetzt hier auch einen Haufen Kristalle raus, ne? Aber egal, solange ich das hier umladen kann. Ja, da kommt was zusammen, ne? Wie viel Kristall hast denn du jetzt mittlerweile? Da haben wir schon die ersten 1000. Das Problem ist tatsächlich, dass ich das rausschmeißen müsste hier. Da habe ich aber eigentlich gar keinen Bock drauf. Und das 10-mal hin und her fliegen? Wie macht man das noch effektiver? Am besten noch einen Lastenträger mitnehmen da hinten dran. Aber dann brauchst du auch nicht einhängen und fliegen, ne? Dann kannst du mit dem Dödi so auf Tour gehen. So, lass mich mal gucken, dass ich schon mal weiß, dass du mir die Kristalle hier rausgibst. Ja, das ist klar, da kommt ruckzuck was zusammen hier. Doch, ich wollte eigentlich die Kristalle hier gerne drin haben. So. Und das Metall? Ich könnte natürlich, aber das wiegt ja alles nichts, weißt du? Das ist ja minimal. Das macht den Bock nicht fett, würde ich sagen. So. Ja gut, dann machen wir es halt so und ich mache es dann praktisch offscreen fertig, Leute. Weißt du, wie ich meine? Ihr wisst ja jetzt, was ich mache. Dann mache ich das fertig, dass wir beim nächsten Mal die Materialien haben. Machen wir noch 5 Minuten zusammen Staubfarmen, würde ich sagen. Und dann passt es doch, oder? Und beim nächsten Mal bauen wir den Enforcer unten im City Terminal. Das ist ja gleich um die Ecke. Und dann können wir die Not machen beim nächsten Mal. Da freue ich mich drauf. So, jetzt schnappst du dir den wieder, den guten? Ja, die Hin- und Herfliegerei ist halt schon krass. So, hier geht es dann weiter. Ich probiere mal, ob ich 2 Lampen schaffe. Vielleicht schmeiße ich ja das Kristall raus. Ich meine, ich brauche es ja jetzt nicht in der Menge. Dankeschön, mein Freund. Dankeschön. Und drauf Geschisse. So, hier wieder bremsen. Und? Digga? Kein Bock? Ruder. Er müsste eigentlich... Er müsste eigentlich schon längst den Hitpoint hier erwischt haben, oder? Und? Er hat keinen Bock, Leute. Oder ist er voll? Das kann natürlich auch sein, dass der voll ist und dann gar nichts mehr macht, ne? Wir schauen natürlich nach. Nö, voll war eigentlich nicht. Guck mal, haben wir schon 2000, ne? Mache ich hier nochmal auf Gewicht. Das gibst du mir rüber. Ich droppe die jetzt raus. Das tut zwar ein bisschen weh, aber wenn man die im Überfluss hat, brauchen... Ist ja eigentlich wurscht, ne? So, mein Freund, komm her. Wir probieren nochmal unser Glück. Am nächsten Lämple. So, stopp. Und? Dankeschön. Ja, wenn er will, macht er. Wenn er will, macht das. Ja, Leute, wir haben das gleich mit dem Staub, ne? Vielleicht schaffen wir es ja doch noch. So, hier bremse ich wieder ab. Ich bremse auch für Lampen. So, Alterle, komm. 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 Die mag er nicht, Leute. Mit dieser Lampe kann er nichts anfangen. So, ich fliege nochmal genau drauf zu, wie gerade eben. Mach hier der Bremser. Die hat er irgendwie satt. Aber kein Problem, dann mache ich die halt von Hand.
Es lohnt sich so oder so mit ihm. Kurzer Moment, mir Sandler ist soweit. So, Alter, und jetzt zeig, was geht. Nee. Vielleicht ist die Buggy? Nö, hat sie geholt. Er hat sie geholt. Man muss nur wissen, wie er es macht. 1, 2, 3.000, 4.000. Leute, das schaffen wir. Ich flieg den kurz ausladen. Ich flieg den kurz ausladen, noch zwei Lampen und dann sind wir durch. Dann können wir den Forza bauen, den großen, mit der erhöhten Gesundheit und Schadensgeschichte. Bah, der wird die Notes nur so wegfletschen, glaube ich. Ist die Hoffnung, gell? Ist immer die Hoffnung. So, Alter, pass mal auf. Ich flieg dich hier rein. Werkstattbereich haben wir ja einigermaßen groß angedacht. So, mein Freund. Komm mal her, 2 Meter weiter vor. So. Also, den kannst du mir komplett hergeben. Du brauchst im Moment nichts. Ja, scheiße, so weit habe ich nicht gedacht. Mach das mal eben hier kurz rüber und lass mich mal da drüben schauen, wie viel wir da noch brauchen. So, den haue ich erstmal wieder zurück. Also, meine Lieben, 1, 2, 3, 4.500 haben wir. 4.500 haben wir. Das heißt, wir brauchen noch 1.531 etwa. Sehr schön. Ja, dann lass uns mal 2.000 farmen. Dann kann ich auch in Forza noch ein bisschen was reinpacken. Scheiße, du hast einen Döti verloren. So. Dann flieg mal beim Gacha-Baby noch kurz vorbei. Das ist immer noch da hinten drin. Ich muss mal gucken. Ich habe das Gefühl, das frisst mehr, als ich ihm gebe, nämlich. Und ein Baby war es auch schon lange nicht mehr. So, komm, dann kriegst du die kompletten Bären. Gib mir aber einfach so 3, 4, 5 Stück mal rüber. Sehr, sehr schön. Sobald er durch ist, also sobald er ausgewachsen ist, kümmern wir uns darum, dass er uns schwarze Bällen, Perlen macht, ne? Bällen. Alter, dass er uns schwarze Bälle macht. Hier ist eine Lampe. Wie viel haben wir gesagt? 2.000 holen wir noch eben. Ich schmeiß jetzt alles raus, was wir farmen, außer die leichten Sachen, ne? So, mein Freund. Machen wir hier klar. Machen wir die Lampe klar. Dankeschön. Ist es gut? Ist es gut, Leute? Und? Bitte einmal die Lampen klar machen. Fahren wir ein bisschen rechts nebendran. Stopp. Und? Er ist nach einer Weile irgendwie ermüdet, ne? Sehr schön. Stopp. Und? Dödi? Kann das sein, dass der ab einer gewissen Ladung einfach keinen Bock mehr hat dann? Komm mal her, Alter. Guck mal, du kannst doch die Lampe auch noch machen hier. So. Sehr schön. Okay, 1.800. Die haue ich jetzt einmalig noch raus. Den letzten Move da vorne auf die Lampe. Und dann haben wir es, glaube ich, ne? So, Alter, jetzt komm, zeig, dass du das kannst, dass wir hier geübt haben. Und? Yes! Ich glaube, es reicht. Ich fliege jetzt einfach mal heim, als wenn ich wüsste, dass es reicht. Dann können wir vielleicht schon alles packen in Agi, Leute. Oh, vielleicht bauen wir den heute noch. Dann können wir beim nächsten Mal direkt in die Wüste die Note machen. Weißt du? Das wäre cool. Dann bleibt man noch kurz dran. Vielleicht schaffen wir das eben. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles tragen kann. So, mein Dödi, hast du gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Gib mir mal den Staub raus schon mal. Ach, gib doch einfach alles her. So, kriegst du ein bisschen auf Gesundheit, dass du mal was anderes hast. Super. Super Geschichte mit dem, oder? So, Kristalle hier rein, das hier rein, das hier rein. Meine Lieben, großer Checker vom Neckar. 1.900. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5.000, 6.000. Wir haben genug. Wir haben genug. Da würde ich nämlich jetzt sagen, ich mache hier 3 Haufen. Mache die Geschichte so. Geht zu meinem Enforzerle. Lieber kleiner Enforzer. Das hier habe ich für dich noch weggelegt. Dankeschön. Sehr schön. Freue ich mich jetzt drauf. Also. Falsche Geschichte hier, ne? Jetzt pass auf. Nochmal ganz kurz Resümee passieren lassen. Wir haben jetzt alles. Außer Polymer. Wir brauchen 361 Polymerlen. Element, Kristall, Metall und Öl. Element. Kristall. Metall. Und Öl. Und Metallbarren brauchen wir. Metallbarren brauchen wir 723. Jetzt muss ich gucken, ob der Agi das alles tragen kann. Scheiße, der steht zu weit weg. Also, dann machen wir es mal so. Bamsle, Bamsle, Bamsle.
Kurzer Moment, ich hab's gleich ausgerechnet. 80 muss ich noch rauspacken. Dann machen wir hier die 50 raus. Und das machen wir noch eben raus. So, mein Freund. Dann hau ich jetzt erstmal den Metall hier rein. Das passt. Kann ich es nicht eigentlich auch in Agi ziehen einfach? Ich weiß ja ungefähr, was ich an Material brauche, ne? Pass mal auf, machen wir so rum. Hier, ne? Dann weiß ich es ja. Staub haben wir jetzt genug. Ich brauche 603 Kristalle. Ich hoffe, der kann das alles tragen, Leute. 603 Kristalle. Gott, haben wir einen Haufen Kristalle. 603 Kristalle. Boah, und schon ist er fast voll. Das mit dem Metall wird nicht hinhauen, ne? 241 Öl kann ich ihm wahrscheinlich noch geben. 241 Öl. Ich schnapp einfach die Eule noch mit. 241 Öl. Gewicht 623. Jetzt fehlt uns noch das Polymer und 723 Metall. Die wiegen leider sehr, sehr viel. 723 Metall bei 390. Lass mich mal kurz was gucken. Organisieren wir jetzt noch eben. Wenn nicht, fliege ich zweimal. Wie sieht es denn bei dir eigentlich aus, gewichtstechnisch? Das könnte eventuell reichen, Leute. Huch. Hier, auf die Eule. Die fliege ich jetzt hier kurz rein. So. Ne, ne, bleib sitzen, ist alles gut. Was fehlt denn noch? Polymer und Metall, ne? 794 Metall bei 379 Kilo. Das müsste doch eigentlich die Eule packen, oder? So, pass auf. Ich hau hier mal das hier rüber kurz. So, Metallbarren. Metallbarren 794 nehme ich jetzt komplett mit. Eule kann noch fliegen. Dann passt das alles und uns fehlt jetzt nur noch Polymer. Sehe ich es richtig? Ne, Metall haben wir da drüben drin. Alles dabei, 361 Polymer. Und ich nehme an, dass wir das jetzt noch hinkriegen werden. Und zwar nehme ich einfach. Nimm mal die kurz rüber. Ich will die gerne mal wieder zusammen sehen. So. Zack. 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 Agi nehme ich auf Folgen. Die Eule besitze ich. Besetze ich so rum eigentlich. So. Wir können fliegen. Der Agi ist jetzt gerade ein bisschen. Muss mal gucken, dass ich den da rauszirkel. So, Digga, komm mit. Ja, wunderbar, Leute. Wir gehen in Forza bauen. Das machen wir jetzt noch, egal wie lang die Runde geht. Ich muss nur noch mal gucken, wo das City Terminal war. La 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 la. Ne, flitz mal nicht dem Agi davon. Der braucht dich. Der braucht deine Weisheit, Eule. Wo war das City Terminal? Sag's mir schnell. Sag's mir schnell. Ey, wo waren das? Das heißt für uns nichts anderes wie morgen Ragnarok, Leute. Ganz normales Standardprogramm, wie immer. Und übermorgen sind wir natürlich wieder hier mit dem neuen in Forza und dann geht's direkt los bei uns, ne? Dann gehen wir diese Element-Node probieren. Ich werde ihn vielleicht ein bisschen aufleveln, aber nur minimal. Letztes Mal bin ich doch hier von unserer Hütte runtergeflogen, direkt zum City Terminal, ne? Wieso ich mir das jetzt gemerkt habe, auf welcher Seite das war? Ist der Agi noch da? Ja, der ist noch da. So, Leute, pass mal auf. Das muss ja hier irgendwo jetzt gleich dann kommen, ne? Wie haben wir das letzte Mal? Ich bin, glaube ich, vom Balkon gesprungen, oder? Ich habe ums Eck gelinst und habe mich gefreut, dass wir ein City Terminal in unmittelbarer Nähe haben. Ich glaube, ich bin auf der falschen Seite gerade raus. Komm mal her. Das kriegen wir jetzt schon hin. Da klemmt ein Enforcer hier mitten im Ding. Welches Level hat denn der? Ah, das ist der kleine Vierer, an den erinnere ich mich sogar. Leute, hier irgendwo war das City Terminal. Erinnert ihr euch, dass ich hier noch runtergehüpft bin? Okay, ich fliege jetzt einmal hier die komplette Bahn ab. Das wird schon irgendwo auftauchen. Das war doch von hier, ne, der Sprung. Hier ist es jedenfalls nirgends. Ja, aber das ist jetzt auch die letzte Aktion, die wir machen. In Forzelle bauen. Ich weiß noch nicht mal mehr, welche Farbe der gehabt hat, wenn ich ehrlich bin. Da bin ich schon sehr gespannt drauf jetzt. Ich weiß nicht mehr, wo dieses sieht. Da vorne ist es. Jetzt haben wir es gefunden. Junge, Junge. So. Kann ich ins Terminal auch die Sachen reinziehen? Das werden wir jetzt gleich mal probieren. Agi noch da? Ja, da kommt da. Ist nicht der schnellste, aber das muss er auch nicht sein. So, liebe Eule. Dankeschön.
Dann mache ich hier schon mal Y. Lass mich mal reingucken, was von dem Material hast denn du? Das kannst du mir direkt geben. So. Die habe ich jetzt beide angehalten. Das müsste eigentlich hinhauen. Also, jetzt haue ich hier schon mal das Metall rein. Dann haue ich mir das Rezept rein. Jetzt, und die da, die muss ich auch von Hand, ne? So, kann er noch laufen? Gerade so, gerade so. So, Alterle, jetzt hast du ja eigentlich hier schon alles drin. Lass mich mal gucken. Klar, da könnte ich jetzt durchschreddern, ne? Aber mache ich nicht. Weil Öl, Kristalle, aber ich kann jetzt gucken, das müsst ihr jetzt eigentlich alles irgendwie hinkriegen. Wir brauchen die kompletten Kristalle. Wir brauchen die restlichen Metallbarren, meine Lieben. Metallbarren. Die habe ich jetzt oben drin vergessen, glaube ich. Boah, irgendwas passt gerade nicht. Ja, die sind noch oben. Das hat nicht alles rübergezogen, glaube ich, weil es sonst überladen gewesen wäre, ne? Das Öl muss ich auf jeden Fall rausnehmen und dann haben wir alles. Dann fliege ich nochmal hoch. Bleibt da noch dran oder wie machen wir es denn? Jetzt fehlen genau 200 Metallbarren und da habe ich, das habe ich selber verursacht, ne? 200 Metallbarren. Agi, du bleibst kurz hier. Der Baba holt schön die Sache. Scheiße. Naja, dann war die Eule zu schwer. Deswegen hat es mir das nicht erlaubt, ne? So, meine Lieben. Muss ich kurz gucken. Orientation. Hier drüben ist unsere Burg. Da unten ist die Geschichte. Hier geht's rein. Naja, aber dann haben wir das zumindest in einer Runde geschafft. Da bin ich schon mal sehr froh. So, liebe Eule, jetzt machen wir mal ganz kurz hier einen Break. Ne, setze ich einfach hin. Das passt schon. Dann gehe ich hier rein und schnapp mir das Metall, das ich brauche. Metall. Metallbarren. Ja, ich nehme jetzt einfach mal 220 mit, nicht, dass ich dann jetzt gleich wieder runterkomme und zu wenig habe. Jetzt prüfe ich es aber nochmal. Pass mal auf. Ich habe 220 Metall in die Eule geräumt. Das passt, ne? Und hier war ich gerade eben am runterfliegen, glaube ich, ne? So. Das ist schon geil mit der Eule, Leute. So. Falsche Richtung geflogen. Dann haben wir das alles. Dann können wir die Elementnote machen. Da werden wir wahrscheinlich auch einiges an Level zusammenkriegen, nehme ich mal an. Die brauchen wir ja. Und sobald wir das haben, bauen wir uns auf jeden Fall die Dings auf, ne? Diesen Replicator, dann werden wir uns die Brücke anschauen, den Mech-Anzug, den man da bauen kann und so weiter. Schöne Geschichte. Ich hätte da direkt runter können. Aber egal, jetzt habe ich es auch so. So. Gucken wir uns den Fahrzeug noch zusammen an. Haben wir halt wieder eine längere Runde. Aber ist ja egal. Hauptsache, wir sind ein bisschen zusammen, oder? So. Renn damit. Da ist er. Wir können ihn bauen. Wieso kann ich denn den da nicht bauen? Doch, könnte ich auch. Aber den hat es jetzt ausgeleuchtet. Herstellen. Einmal. So, meine Lieben. Restliche Mats nehme ich natürlich wieder raus. Ja, kann ich mir noch einen herstellen? Ne, das ist er jetzt, ne? Ich dachte gerade. Pass mal auf, ich mache den mal auf die 1. Ich bin mal gespannt. Hoffentlich hat er. Da ist er schon. Was ist denn das für ein Name, Alterle? Was ist das für ein Name? Du bist doch ein Enforcer. Aber auch ein schöner Blauer, ne? So, Leute, wir gucken mal die Werte an von dem Kollege. 1350 Gesundheit ist jetzt auch nicht so viel. 273%. 273%. Energie 4000. 900 Gewicht. Ausdauer. Ja, aber ich glaube, mit dem kommen wir klar. Jetzt pass auf, ich hole die Tiere wieder zusammen. Die können nämlich mit uns nach oben klettern. Ich hätte ihn jetzt oben auspacken können, aber jetzt wollte ich ihn schon sehen, auch, ne? Lass mich mal kurz überlegen. Komme ich hier am besten hoch, oder? Hier kletter ich hoch. Die Viecher schaffen es schon. So, Leute. Ich bin mal gespannt, das müsste eigentlich hinhauen, oder? Ja, der macht es. Der macht es ein bisschen. Kennt da nichts. Schafft's ihr zwei auch? Das wäre echt super. Ja, die schaffen es auch. So, meine Lieben, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder mit der Element-Note. Ich bin tierisch gespannt, ob es hinhaut. Ich nehme es aber einfach mal an, dass es hinhauen wird, ne? So, kurz alle abgestoppt. Schöne Runde, gemütliche Gruschelrunde, viel erreicht, viel aufgeräumt und vor allem organisiert. Einen Vergleich will ich noch machen, dann lasse ich euch wirklich in Ruhe. Entschuldigung! Schön durchgeschlichen.
die beiden hier. Einfach nochmal ganz kurz hier rüber glinst. Aktueller Stand ist natürlich klar, weil er aufgelevelt ist, ne? Ja, das passt schon. 264,6%. 273, da ist er dann ein ganz kleines Stückchen besser. Alles klar. Leute, ich freue mich auf die Elementnote. Wahrscheinlich nehme ich beide in Forza mit. Ich bin mal gespannt, wie es laufen wird. Bis nächstes Mal.